So, guten Morgen. Heute soll es von Flims über der Rheinschlucht, Vorderrhein, nach Andermatt gehen. Das Wetter ist wieder total schön. Strahlend blauer Himmel, ein paar Wölkchen nur zu sehen. Das wird ein ziemlich heißer Tag, glaube ich. Die Strecke führt meist entlang der Nationalstraße N19. Zunächst wieder hinunter den Flusslauf des Vorderrheins, den ich bei Ichans erreiche. Und dort aus Sandberg auf Richtung Disentis zum Ster, im rätoromanischen Sprachraum der Schweiz. Dann hoch auf den Oberalppass und schließlich auf der anderen Seite hinunter nach Andermatt. Von dort bzw. von Geschenen habe ich ein Zugticket zurück nach Hause gelöst. Von daher ist das Pflichtprogramm für heute. Alles weitere danach ist Kür. Zum Beispiel noch weiter gemütlich bergab entlang der Reuss Richtung Pierwaldstätter See. Irgendwo an der Bahnstrecke zwischen Andermatt und dem Pierwaldstätter See werde ich morgen früh dann den Zug nach Hause nehmen. Das hängt ganz davon ab, wie weit ich heute komme und wo ich einen Campingplatz finde. Ich weiß noch nicht genau wo, vielleicht in Altdorf am Urnersee oder sogar erst in Brunnen bzw. irgendwo am Vierwaldstätter See. Tja, so geht Freiheit. Von Flims aus lohnt sich auch noch ein Ausflug in die Rheinschlucht. Da fährt man so ein Stückchen runter an dem See vorbei, dem Kaumer See, und dann noch weiter runter und da wird es ganz einsam. Aber wunderschön. Jetzt hier kann man in die Rheinschlucht mal runter gucken. Sieht man, wie tief sich der Vorderrhein da unten eingegraben hat. So, bisher verlief die Straße noch ziemlich in der Ebene. Jetzt steigt sie etwas an. Und da hinten sieht man dann auch den, ja, das Panorama. Da geht es dann Richtung Oberalppass. Wie man sieht, ist der Verkehr jetzt erträglich auf der Straße. Also ganz anders als gestern Abend, wahrscheinlich im Feierabendverkehr. So lässt sich's fahren. Jetzt ist es noch keine 11 Uhr und ich habe schon ungefähr die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Das soll aber nicht täuschen, denn bisher ging es relativ easy. Bisschen auf und ab. Und jetzt beginnt dann der Anstieg nach hinter Disentis, was gleich kommt, geht es dann richtig hoch. Das ist jetzt hier Disentis. Geradeaus geht es zum Oberalppass Bereich und ich sitze da links. Das wäre dann der Lukmania. Also es ist ja schon ein wunderschönes Bergpanorama hier bei Disentis. Hier der Blick Richtung Lukmania Pass, Richtung Süden. Und wenn man den Blick dann wendet, das Bähni fährt er durch, dann sieht man Richtung Oberalppass. Und hier ab Disentis Richtung Westen beginnt auch die Furkau Oberalpbahn, die über wunderschöne Viadukte hinauf auf den Oberalppass führt. So, bislang war die Strecke relativ flach, ab Disentis dann mäßig steil. Und hier ab jetzt beginnt es wirklich steil zu werden, pass zu werden. Also das ist jetzt hier eine klassische Serpentinenstrecke. Aber es sind noch 300 Meter oder dann bin ich oben. Ja, so sieht es hier oben auf dem Oberalppass, Quellgebiet des Rheins. Und hier habe ich es geschafft, den letzten Pass meiner Tour. Mächtig was los hier, aber auch schön. Ja, und hier liegt jetzt der Oberalpsee auf der Höhe von 2040 oder so Metern direkt an der Bahnlinie. Eben ist ja der Glacier Express vorbeigerattert oder geschnauft, gezuckelt. Und da hinten der Blick hier zum Pass. So, und jetzt geht's runter. Auf geht's. Ja, super wieder Bahn und Straße ineinander verschlungen hier, sich bergab schaukeln, und hier unten liegt mein Zielort Andermatt. Nun fahre ich tatsächlich doch noch etwas weiter,
von Andernach aus runter an den Häusern fahren hier an der Häuschen. Das ist der Gotthardtunnel, das Nordportal. Da verschwindet die Bahn jetzt drin. Und diese Abfahrt da oben, die war einfach nur grandios und außergewöhnlich. Natürlich ist total viel Verkehr. Aber von Andermatt nach Göschen, also würde ich niemals bergauf fahren, ist das lebensgefährlich. Aber bergab schwimmt man mit dem Verkehr relativ gut mit. Weil die Autobahn hier durchführt, ist diese Bundesstraße kaum befahren. Anders sähe es vermutlich aus, wenn die Autobahn verstaut wäre, dann würden alle hier den Umweg fahren. Ja, was ich hier so beeindruckend finde, ist, wie Autobahn und Straße und zwei Bahnlinien, glaube ich, so miteinander total verwoben sind. Der eine baut eine Brücke und zwischen den beiden Brückenpfeilern geht die andere Trasse durch und darunter wieder die nächste. Das ist wirklich toll. Es gibt auch ein schönes Fernradwegenetz in der Schweiz, das hatte ich vorher gar nicht so recherchiert. Aber ich folge jetzt einfach dem Fernradweg 3 und der führt dann auch, wo es möglich ist, abseits der Straßen. Das ist ziemlich gut. So, nun bin ich tatsächlich am Vierwaldstätter See angekommen, der hier, glaube ich, Urnersee heißt, dieser Teil. Das ist aber das gleiche Gewässer. Ich bin hier in Flüelen an der Hafenpromenade, kann man wohl so sagen. Und jetzt muss ich noch ein bisschen am See entlang fahren, bis zum Campingplatz. Komme ich, glaube ich, auch an der Tilskapelle vorbei. Da hat Liszt hier mal ein schönes Klavierstück drüber geschrieben. Die muss ich mir natürlich unbedingt angucken. Ja, da muss ich mich morgen nicht mehr so viel radeln, sondern brauche nur noch zum Bahnhof zu fahren. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, da hinten liegt Flüelen, ganz wunderhübsch am Seeende. Und jetzt geht die Straße, aber der Radweg an der Straße lang und die geht dann doch etwas hoch, weil die Felsen hier so steil sind, dass unten nur der Zug fahren kann, der fährt durch Tunnel. Das Autostraßen fahren durch den Tunnel, deshalb ist es hier so schön ruhig. Und selbst der Rad- und Fußweg, der wird hier in solchen Galerien geführt und noch abgesichert nach oben gegen Felssturz. Das ist schon eine wahnsinnige Bauweise. Also die Schweiz ist ein kleines Land, zweidimensional ist sie klein, aber die dritte Dimension, die nutzen sie richtig gut aus. Ja, die Abendsonne tut gut. Also ich genieße es. Ich hoffe, dass ich gleich noch Zeit finde, den See zu spielen. Et voilà, und da liegt Sissikon, das Ziel meiner Reise. Und da werde ich den Campingplatz suchen und dann nur noch morgen zum Bahnhof fahren. Ja, wunderschöner Abschluss, wunderschönes Panorama. Ganz anders als die schroffen Berge, so ein See hat echt was.